Herzlich willkommen zur Biologie. Das sind unsere Themen heute. Wir wollen verstehen, wie Moleküle über Membranen hinweg transportiert werden können. Da werden wir sehen, da gibt es verschiedene Varianten, wie Zellen dieses Ziel erreichen können. Eine wichtige Rolle dabei spielen sogenannte Konzentrationsgradienten. Das sind Konzentrationsunterschiede. An einem Ort hat es viel von etwas, an einem anderen Ort wenig. Das kann eine Zelle ausnützen für Transportprozesse. Ebenfalls relevant für Zellen sind Prozesse, die den Namen Diffusion und Osmose tragen. Der Wasserhaushalt, der wird durch Osmose beeinflusst. Trennend, das ist ein wichtiger Aspekt, den eine Membran erfüllen muss. Den anderen wichtigen Aspekt, den eine Membran genauso erfüllen muss, das ist der Austausch. Und dieser Austausch, das wäre hier der Membrantransport. Membrantransport meint, dass überall dort, wo wir Membranen haben, Zellmembranen oder eben Membranen, die Organellen abgrenzen, die müssen genau so, wie sie Moleküle ausschließen, gewisse Moleküle auch hindurchlassen. Um das geht es heute, Membrantransport, Moleküle, wie kann man die über eine Membran hinweg verschieben? Membrantransport, da kann man zwei verschiedene grundlegende Varianten unterscheiden. Die eine Variante, die werden wir jetzt genauer anschauen und unter dem Namen passiver Transport kennenlernen. Die zweite Variante, die wir betrachten wollen, das wäre der aktive Transport. Die beiden Varianten unterscheiden sich dadurch, dass der passive Transport keine Energie erfordert. Die Zelle muss keine Energie aufwenden, um diese Form des Membrantransports zu bekommen. Im Gegensatz dazu, der aktive Transport, da muss die Zelle Energie aufwenden, um diese Moleküle durch eine Membran hindurch verschieben zu können. Wir unterteilen hier die Grafik in die beiden Bereiche, passiver Transport und aktiver Transport. Beginnen wir die Überlegungen hier oben mit dem violett markierten passiven Transport. Da haben wir bereits gesagt, dafür muss die Zelle keine Energie aufwenden. Das ist so wichtig, dass wir das gleich hinschreiben wollen. Nun, dieser passive Transport, damit der ablaufen kann, freiwillig ablaufen kann, benötigen wir die bereits eingangs erwähnten Konzentrationsunterschiede. Einen solchen Konzentrationsunterschied bezeichnet man auch als Konzentrationsgradienten. Wir haben hier einen solchen Konzentrationsgradienten eingezeichnet oder wir können einen einzeichnen. Wir können sagen, die Verbindung A, das wäre dieses grüne Kreislein, das wäre irgendein Molekül. Im Moment kommt es nicht darauf an, was für ein Molekül das es ist. Von dieser Verbindung A sei auf der Außenseite der Zelle die Konzentration sehr hoch. Deshalb ist hier dieser Keil auch sehr breit. Und auf der Innenseite hingegen ist die Konzentration tief. Da hat es also wenig von dieser Verbindung A. Und entsprechend wird diese Verbindung freiwillig vom Ort der hohen Konzentration, breiter Keil oder breite Seite des Keils, zum Ort der tiefen Konzentration sich bewegen, hier, wo eben dieser Keil oder der Gradient sehr schmal ist. Konzentrationen werden in der Chemie häufig auch angegeben, indem man eckige Klammern schreibt. Wir können also sagen, die Konzentration von A, dem Molekül A, hier in eckiger Klammer geschrieben, bedeutet also, hier ist die Konzentration gemeint, die sei hier hoch auf der Außenseite, außerhalb der Zelle, und im Innern der Zelle wäre die Konzentration wiederum eckige Klammern, bedeuten Konzentration des Moleküls A, hier wäre die Konzentration tief. Das ist einfach nochmals hingeschrieben, was auch da mit diesem
Keil- oder eben Konzentrationsgradienten, wie das genannt wird, bereits grafisch wiedergegeben ist. Wenn wir dahingeschrieben haben, dass passiver Transport keine Energie erfordert, dann ist das richtig, sofern eben bereits ein solcher Konzentrationsgradient vorliegt. Auf der einen Seite hat es viel, links, auf der anderen wenig. Die Moleküle gehen freiwillig vom Ort, wo es viel hat, hohe Konzentration, zum Ort, wo es wenig hat, tiefe Konzentration. Eine Voraussetzung für den passiven Transport ist also ein Konzentrationsgradient. Wir haben einen Konzentrationsgradienten, der ermöglicht einen passiven Transport vom Ort der hohen zum Ort der tiefen Konzentration. Da werden nun drei verschiedene Möglichkeiten unterschieden, wie dieser passive Transport in oder über Membranen hinweg genau ablaufen kann. Die einfachste Variante, das ist gleichzeitig aber auch die seltenste Variante, die nennt man einfache Diffusion. Gemeint ist Folgendes: Diese Verbindung kann ohne irgendwelche Hilfe, ohne irgendwelche Unterstützung einfach so durch die Membran hindurch. Die Substanz ist also membrangängig, wie das auch genannt wird. Das widerspricht jetzt meinen Aussagen, die ich letztes Mal und auch einleitend gemacht habe. Ich habe da immer wieder betont, Membranen sind sehr trennend, die lassen die Moleküle nicht hindurch. Alles, was in der Zelle ist, bleibt gefangen. Alles, was außen ist, bleibt ausgesperrt. Und jetzt plötzlich sage ich da, diese Verbindungen, die können einfach so durch die Membran hindurch. Es gibt tatsächlich solche Moleküle, die das können. Es sind allerdings ganz wenige. Die biologisch relevanten, die das können, die membrangängig sind, das sind drei verschiedene Substanzen. Es sind zwei gasförmige und Wasser. Und wir sind natürlich bereits vertraut mit diesen drei verschiedenen Substanzen: Sauerstoff, CO2, zwei ganz wichtige Gase für die Atmung, und H2O, Wassermoleküle, die können ohne weitere Hilfe durch die Membran hindurch. Für alle anderen Moleküle, die es so gibt in der Natur, für die gilt näherungsweise, eine Membran ist unüberwindbar, die können also nicht durch eine solche Doppelschicht hindurch. Aber wenn wir auf der einen Seite eine hohe Sauerstoffkonzentration haben, auf der anderen eine tiefe, dann können zum Beispiel diese Sauerstoffmoleküle einfach so durch die Membran hindurch ins Innere der Zelle diffundieren. Die meisten Moleküle jedoch brauchen Unterstützung beim Überwinden einer Membran. Wir sehen da zwei Möglichkeiten hier, wie eine solche Unterstützung durch die Zelle ausschauen kann. Die beiden Varianten sind sich sehr ähnlich. In beiden Fällen handelt es sich hier grau gezeigt um Proteine. Diese grauen Strukturen, das wären Proteine, die sitzen in der Membran drin. Die sind also integriert in diese Doppelschicht. Bei den Kanalproteinen muss man sich die Strukturen so denken, dass sie eine Art Röhre oder Pore oder Loch bilden, und durch diese Öffnung können nun die Verbindungen, welche da durch das Protein transportiert werden sollen, hindurchgehen. Meistens sind diese Transportproteine extrem selektiv. Das bedeutet, nur Verbindung A hier, also nur dieser eine Typ von Molekül, kann durch diesen spezifischen Transporter hindurch. Das könnte zum Beispiel Glucose sein, ein Zucker. Es gibt neben Glucose noch viele weitere Zucker, wie Fructose, wäre Fruchtzucker, oder Saccharose, das ist der Rübenzucker, und so weiter, Galaktose, Laktose. Und all die anderen Zucker, die ich jetzt erwähnt habe, die könnten nicht durch dieses spezifische Protein von der einen Seite auf die andere Seite gelangen.
Also die Transportproteine, die sind sehr selektiv. Es braucht für jede chemische Verbindung jeweils ein eigenes Transportprotein. Das tönt auf den ersten Blick etwas kompliziert. Die Zelle braucht dann ganz viele verschiedene Transportproteine. Das stimmt. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass die Zelle dadurch sehr exakt steuern kann, welche Verbindungen sie hindurchlassen will. Dann baut sie genau diese Transporter in die Membran ein. Und all die Verbindungen, die die Zelle nicht hindurchlassen will, für die hat es dann eben auch keine Öffnung, kein Transportprotein in der Membran drin. Was auf den ersten Blick kompliziert erscheint, macht für die Zelle dann durchaus Sinn. Wir haben beim passiven Transport zwei Möglichkeiten, wie die Moleküle entlang des Konzentrationsgradienten durch die Membran hindurch können. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass die Proteine, die das ermöglichen, eine starre Form besitzen. Das wären sogenannte Kanalproteine, bei denen ändert sich die Form nicht, wenn das Molekül da durchgeht. Im Gegensatz dazu bezeichnet man die Proteine als Carrier, wenn beim Durchtritt durch die Membran sich vorübergehend die Form des Proteins verändert. Beides existiert. Entweder haben wir starre Strukturen, wie hier, dann nennt man das ein Kanalprotein, oder der Transporter verändert vorübergehend seine Form, passt sich irgendwie an das Molekül an, dann nennt man das einen Carrier. Gehen wir nochmals zum Konzentrationsgradienten zurück, zu diesem Konzept, dieser Konzentrationsunterschied. Man kann sich Konzentrationsgradienten auch so denken wie Wasser in einem Stausee drin. Das Wasser im Stausee hoch oben in den Bergen, das wäre der Ort der hohen Konzentration. Unten im Tal, dort, wo die Turbine steht, die den Strom erzeugt, dort wäre die tiefe Konzentration. Wir wissen, das Wasser fließt freiwillig aus dem Stausee runter ins Tal. Genauso ist das hier auch. Die Moleküle fließen freiwillig vom Ort der hohen Konzentration dorthin, wo die Konzentration tief ist. Umgekehrt geht das nicht. Das Wasser fließt nicht freiwillig vom Tal hoch in den Stausee, in die Berge. Und genauso werden die Moleküle auch nicht freiwillig vom Ort der tiefen Konzentration dahin gehen, wo es bereits ganz viele Moleküle hat, wo die Konzentration sehr hoch ist. Diese Analogie der Stausee passt hier sehr gut, wenn wir uns da einen Gradienten vorstellen sollen. Die Analogie geht sogar noch etwas weiter. Beim Wasser, das aus dem Stausee nach unten fließt, da wird Energie frei. Wir können dann Strom erzeugen damit. Und auch wenn hier Moleküle durch die Membran hindurchgehen, vom Ort der hohen Konzentration zum Ort der tiefen Konzentration, dann wird ebenfalls Energie frei. Ein Teil der frei werdenden Energie braucht es, um den Transport an sich zu ermöglichen. Aber wenn der Konzentrationsunterschied sehr groß ist, der Gradient sehr groß ist, dann wird so viel Energie frei, dass die Zelle unter Umständen noch weitere sinnvolle Dinge mit dieser Energie anstellen kann. Das zweite Konzept, das in Zellen relevant ist, das haben wir hier unten. Das ist, wie bereits gesagt, der aktive Transport und der kostet jetzt etwas, der erfordert Energie. Beim aktiven Transport kann die Zelle Moleküle auch gegen den bereits bestehenden Gradienten transportieren. Das wäre mit der Analogie von vorhin die Situation, dass Wasser aus dem Tal hoch in den Stausee gepumpt wird. Das geht also nicht freiwillig, da braucht es Energie dafür. Eine solche Pumpe hätten wir an dieser Stelle, die transportiert das Molekül A, dieses grüne Kügelchen da, vom Ort der tiefen Konzentration zum Ort der
hohen Konzentration aus dem Tal hoch in die Berge, in den Stausee. Das braucht Energie. Diese Energie stammt vom ATP. Pro Molekül, das da hochgepumpt wird oder durch die Membran hindurch gepumpt wird, muss jetzt also die Zelle ein ATP investieren. Das liefert die Energie. Damit kann der Transportprozess ablaufen. Wir können den Konzentrationsgradienten auch hier einzeichnen. Der würde genauso ausschauen wie oben. Der Unterschied, den wir da sehen können, der Pfeil geht jetzt in die andere Richtung. Diese Verbindung geht von rechts nach links, vom Ort der tiefen Konzentration zum Ort der hohen Konzentration. Beim aktiven Transport gibt es genau wie oben auch drei Möglichkeiten, wie eine solche Verschiebung der Moleküle über die Membran hinweg stattfinden kann. Die einfachste Variante haben wir hier kennengelernt. Eine einzige Substanz wird gepumpt von rechts nach links, weil nur eine einzige chemische Verbindung durch die Membran hindurch geschleust wird, nennt man das auch einen Uniporter. Uni bedeutet einfach oder ein einziges, und ein einziges einfach bezieht sich hier natürlich auf diese eine einzige chemische Verbindung, die von dem Protein durch die Membran hindurch geschleust wird. Es gibt, wie wir da unten sehen, auch Membranproteine, die zwei Verbindungen simultan, also zeitgleich, durch die Membran verschieben können. Beim Antiporter, Anti bezieht sich hier auf gegenläufig, in zwei unterschiedliche Richtungen wird hier transportiert. Grün geht von links nach rechts und rot in umgekehrter Richtung von rechts nach links. Kotransport meint hier, dass die Substanzen aufeinander angewiesen sind. Grün kann nur dann durch die Membran hindurch, wenn gleichzeitig einmal rot in die Gegenrichtung sich bewegt. Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass da kein ATP direkt verbraucht wird. Gleichzeitig haben wir da oben gesagt, der aktive Transport, der würde Energie erfordern. Kann man sich fragen, ja, wo ist dann diese Energie? A hat auf der linken Seite eine hohe Konzentration, auf der rechten Seite eine tiefe. Wenn wir da den Gradienten einzeichnen für A, würde das etwa so ausschauen. A geht vom Ort der hohen Konzentration freiwillig durch die Membran hindurch zum Ort der tiefen Konzentration. Das wäre also Wasser, das aus dem Stausee freiwillig ins Tal hinunterfließt. Beim roten Molekül ist es gerade umgekehrt. Der Gradient zeigt zwar in die gleiche Richtung wie beim grünen Molekül, nur die Transportrichtung ist umgekehrt. Das rote Molekül wird aus dem Tal hochgepumpt in den Stausee. Vom Ort der tiefen Konzentration geht es nach links, dort, wo die Konzentration bereits sehr hoch ist. Das rote Molekül wird also entgegen den Gradienten hier transportiert. Das kostet Energie, das geht nicht freiwillig. Und diese Energie, die stammt von den grünen Molekülen. Wenn die vom Stausee runter ins Tal gehen, hohe Konzentration freiwillig zum Ort der tiefen Konzentration, dann wird Energie frei. Diese Energie wird genutzt, um das rote Molekül vom Tal hinauf in den Stausee zu pumpen. Jetzt verstehen wir auch, weshalb da immer beide Moleküle gleichzeitig durch die Membran hindurch müssen. Grün liefert die Energie
Und mit dieser Energie, die frei wird vom grünen Molekül, kann dann der Transport vom roten Molekül in die Gegenrichtung angetrieben werden. Das erklärt auch, weshalb da kein ATP im Spiel ist. Es braucht kein ATP, weil die Energie direkt vom Transport des grünen Moleküls genutzt werden kann, um da die Gegenreise für das rote Molekül antreten zu können. Wir können da die Pfeile gleich für die Situation in der Mitte und ganz unten hinzeichnen. In beiden Fällen treibt der Transport des Moleküls A, grün, den Transport vom Molekül B an. Beim Antiporter haben wir gesehen, haben wir Gegenverkehr wie auf der Straße. Beim Symporter, Sym bedeutet so viel wie zusammen, gemeinsam. Gemeinsam gehen hier A und B, grün und rot, in die gleiche Richtung, in dem Falle von links nach rechts oder von außen nach innen in die Zelle. Wenn wir die Konzentrationsverhältnisse betrachten, A, grün hat hier eine hohe Konzentration, geht also freiwillig durch die Membran hindurch zum Ort der tiefen Konzentration. A fließt ins Tal hinunter, B hingegen wird aus dem Tal hinaufgepumpt in die Berge, links tiefe Konzentration, rechts hoch. Da gibt es also eine Aufkonzentrierung. Das kostet Energie und die Energie, die notwendig ist für B, die stammt aus der Bergabreaktion des Moleküls A. Wir haben jetzt mehrfach von diesen Gradienten gesprochen. Wir haben gesehen, die sind auch wichtig für Transportvorgänge. Diese Gradienten, diese Konzentrationsgradienten sind so wichtig in der Biologie, dass wir da noch ein bisschen mehr Gedanken uns darüber machen müssen. Gradienten ganz generell sind Unterschiede. Es gibt Temperaturgradienten, dann ist es auf der einen Seite warm und auf der anderen Seite kalt. Es gibt Helligkeitsgradienten, dann ist es an einem Ort heller, weil es mehr Licht hat und am anderen Ort halt weniger hell, dunkler, weil es dort weniger Licht hat. In dem Falle haben wir es hier mit Molekülen zu tun und wenn man Moleküle hat, dann kann man zwei Formen von Unterschieden generieren, je nachdem, wie die Eigenschaften dieser Moleküle genau ausschauen. Im einfachsten Fall hat man es mit ungeladenen Molekülen zu tun. Zucker sind ungeladen, Sauerstoff, O2 wäre ungeladen oder CO2. In dieser Situation kann man sich die einzelnen Moleküle als Teilchen denken. Im Grunde genommen kann man sie gedanklich einfach als Kügelchen sich vorstellen, als Partikel. Auf der einen Seite hat es dann ganz viele davon, von diesen Kügelchen, und auf der anderen Seite ganz wenige. Wenn wir also den Unterschied ausschließlich darin vorliegend haben, dass es auf der einen Seite wenig Teilchen hat und auf der anderen Seite viele Teilchen, dann nennt man diesen Teilchenunterschied einen chemischen Gradienten. Eine zweite Möglichkeit, wie man einen Gradienten über eine Membran hinweg erzeugen kann, haben wir auf der gleichen Seite hier unten gezeigt. In diesem Falle sind Moleküle unterschiedlich konzentriert, die eine Ladung tragen. Moleküle mit einer Ladung nennt man auch Ionen. Atome und Moleküle mit einer Ladung sind Ionen. Hier sind einige aufgeführt. Das sind Protonen, Natrium, Phosphat oder Aminosäuren. Sie alle tragen Ladung. Wenn wir nun auf der einen Seite viele haben und auf der anderen Seite wenige, dann haben wir einen doppelten Unterschied. Einerseits
links eine größere Anzahl Partikel, Moleküle zum Beispiel. Gleichzeitig trägt aber jedes Molekül eine Ladung. Wir haben also nicht nur viele Partikel, viele Teilchen, sondern wir haben auf der linken Seite auch ganz viele, in diesem Beispiel, positive Ladungen. Auf der rechten Seite hat es wenige Protonen, H+. Weil es da wenige hat, hat es gleich von zwei Dingen wenig. Es hat wenig Partikel und gleichzeitig hat es auch weniger positive Ladungen. Wenn wir so einen doppelten Unterschied haben, spricht man von einem elektrochemischen Gradienten. Chemisch bezieht sich wiederum auf die Teilchen, Partikel unterschiedlich verteilt. Elektro, da sind die Ladungen angesprochen. Auf der einen Seite hat es mehr als auf der anderen Seite. Wir haben jetzt den Membrantransport aktiv-passiv, verschiedene Varianten kennengelernt. Wir haben auch die beiden möglichen Gradiententypen unterschieden, chemische und elektrochemische Gradienten. Als nächstes wollen wir dieses Wissen anwenden. Dazu gehen wir auf Moodle, etwas nach unten. Da beim Teil 3, Membranen und Osmose vom Skript, haben wir eine Frage, Membrantransport, Zeit 4 Minuten, dann besprechen wir die Lösung. Schauen wir uns die Lösung an. Als erstes wird da gesagt, man solle den Gradienten für Saccharose einzeichnen. Der wird hier beschrieben. Wir können da also diesen Keil hier einzeichnen und damit den Gradienten grafisch darstellen. Zweite Frage, was fehlt in der Grafik? Yannick, besten Dank. Genau, du hast das richtig erkannt. Die Energie, die fehlt hier. Die ist nicht eingezeichnet. Das ATP, das du erwähnst, wir transportieren gegen einen Konzentrationsgradienten, also aus dem Tal hoch in die Berge, in den Stausee wird da gepumpt. Mit anderen Worten, die Zelle bekommt das nicht gratis. Sie muss dafür ATP investieren. Das wird gespalten in ADP und anorganisches Phosphat und wir können da hier so einen Pfeil machen, der eben diese Spaltung berücksichtigt. Aktiver oder passiver Transport? Tarik, besten Dank. Genau, es ist ein aktiver Transport. Ricardo unterstützt dich. Marvin hat die Begründung, weil Energie aufgewendet werden muss. Ihr habt das richtig erkannt. Wir transportieren gegen den Konzentrationsgradienten und das geht nur mit Hilfe von Energieaufwand. Das muss ein aktiver Prozess sein. Eure Vorschläge. Wie nennt man das Transportprotein? Marvin, besten Dank. Genau, es ist ein Uniporter. Der Transport geht nur in eine Richtung und es wird nur ein Molekül transportiert. Ein typischer Uniporter. Situation 2, da wird Natrium und Kalium transportiert. Natrium, Kalium, beide gehen von oben nach unten. Welcher Transport benötigt Energie und welcher liefert diese Energie? Du hast das richtig erkannt. Das, was Energie erfordert, das ist der Transport von Kalium. Wir gehen da vom Ort der tiefen Konzentration, das wäre im Tal unten, gehen wir in die Berge, in den Stausee hoch. Also da muss Energie investiert werden. Natrium liefert diese Energie. Das geht vom Ort der hohen Konzentration zum Ort der tiefen Konzentration. Dieser Prozess geht freiwillig. Was für einen Gradienten bildet Kalium? Da haben wir vorhin gesehen, wenn wir eine Ladung haben, dann nennt man das einen elektrochemischen Gradienten. Wie heißt das Transportprotein hier? Das würde ich wieder gerne von euch wissen. Und Nicola konkretisiert, genau, das ist ein Symporter.
Symport deshalb, weil beide zu transportierenden Verbindungen hier in die gleiche Richtung bewegt werden. Schließlich noch die dritte Situation, die wir da beurteilen sollen. Was erfordert Energie? Wir sehen da, die Glucose wird vom Ort der tiefen Konzentration dorthin gepumpt, wo es bereits sehr viel hat. Also das kostet die Zelle Energie. Die stammt von der freiwilligen Bewegung des Kaliums. Das geht vom Ort der hohen Konzentration nach unten ins Tal, dort wo es wenig hat. Glucose, da muss man die chemische Struktur kennen, hat keine Ladungen, deshalb handelt es sich hier um einen chemischen Gradienten. Kalium geht von links nach rechts und Glucose von rechts nach links. Das ist also ein Antiporter. Wir haben bisher die Situation angeschaut, wo wir einen kleinen Ausschnitt betrachteten und uns überlegten, wie genau da Moleküle über die Membran hinweg verschoben werden. Als nächstes machen wir einen Schritt zurück und betrachten die ganze Zelle. Da haben wir drumherum eine Zellmembran. In diesem Kontext wird ein Phänomen wichtig, das den Namen Osmose trägt. Beginnen wir die Überlegungen mit der Diffusion. Diese Begrifflichkeit, dieser Name geht zurück auf eine Beobachtung des schottischen Botanikers Robert Brown. Das liegt schon eine Weile zurück. Er hat Farnsporen im Mikroskop angeschaut und festgestellt, die liegen nicht einfach still, sondern die führen so ungerichtete, zittrige Bewegungen aus. Er hat dann verschiedene Experimente gemacht und sicherstellen können, dass diese Farnsporen sich nicht selbst fortbewegen konnten. Er hat sie erhitzt zum Beispiel. Dadurch wären allfällige Prozesse, die mit Leben einhergehen, abgetötet worden. Und selbst dann, nachdem er ausschließen konnte, dass da irgendwie Lebensprozesse diese Zitterbewegungen verursacht haben, selbst dann hat er diese Bewegungen immer noch beobachten können. Der Grund dafür ist die Wärmebewegung. Alle Teilchen, die sich über dem absoluten Nullpunkt befinden, die sind leicht beweglich. Durch Wärme erzeugt das auf atomarer Ebene eine Vibration. Und diese Vibration, die ist genügend stark, dass die Moleküle sich, wenn sie da in einer Flüssigkeit drin sind zum Beispiel, bewegen. Wenn man ihnen genügend Zeit gibt, führt dieser Effekt, diese Bewegung auch zu einer Durchmischung. Diese thermisch bedingte Durchmischung nennt man Diffusion. Wenn wir ein Stück Zucker in einen heißen Kaffee geben, dann würde mit der Zeit sich dieser Zucker natürlich auflösen und auch gleichmäßig in der Tasse drin verteilen. Irgendwann, wenn wir genügend lange warten würden, würde also der Tee oder der Kaffee überall gleich süß schmecken. Diesen Effekt nennt man Diffusion. Wenn wir die Situation, die wir vorhin beschrieben haben, nun ergänzen in Gedanken oder im Labor mit einer Membran, dann kommen einige Effekte hinzu, die man als Osmose bezeichnet. Wir starten unser Gedankenexperiment, indem wir eine Schale nehmen oder irgendein Reagenzgefäß, was auch immer, ein Behältnis. Das füllen wir mit Wasser. Ganz wichtig, wir unterteilen dieses Reaktionsgefäß durch eine semipermeable Membran. Wir können zum Beispiel eine Zellmembran nehmen. Eine solch semipermeable Membran teilt jetzt also die beiden Bereiche voneinander ab. In den einen Bereich geben wir eine hohe Konzentration an gelösten Teilchen, zum Beispiel viel Zucker oder viel Salz, das wäre hier rechts gezeigt. Und auf der anderen Seite geben wir nur ganz wenig Zucker oder nur ganz wenig Salz hinein. Diese beiden Bereiche mit den unterschiedlichen Konzentrationen, links
Den Bereich bezeichnet man als Hypoton. Hypo bedeutet so viel wie darunter liegend, in dem Fall also tiefe Konzentration. Und der rechte Bereich, den nennt man Hyperton. Hyper wäre darüber liegend, in dem Falle hier hohe Konzentration. Wenn wir nun etwas Zeit verstreichen lassen, dann geschieht etwas Interessantes. Die beiden Bereiche sind durch eine Membran getrennt. Die Membran ist unüberwindbar für die gelösten Teilchen. Zuckersalz, die können nicht durch die Membran hindurch. Deshalb werden die da wie Ping-Pong-Bälle, die man an eine Wand wirft, wieder zurückgehen. Wasser hingegen, haben wir gesagt, ist in der Lage, eine biologische Membran zu überwinden. Wasser kann hindurch. Gleichzeitig haben wir vorhin gesagt, aufgrund physikalischer Kräfte, aufgrund dieser Diffusion, wird eine gleichmäßige Durchmischung angestrebt. Aus physikalischen Gründen soll also in beiden Bereichen die gleiche Konzentration herrschen. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Links tiefe Konzentration, rechts hohe Konzentration. Die Teilchen können nicht hindurch, sind da gefangen in ihrem jeweiligen Bereich drin. Trotzdem, es ist ein Konzentrationsausgleich möglich, indem Wasser von links nach rechts fließt. Das führt dazu, dass dann auf der linken Seite immer weniger Wasser vorhanden ist, auf der rechten Seite immer mehr. Wenn wir da genügend lange warten, bekommen wir da diesen Unterschied. Gleichzeitig bedeutet das, wenn da Wasser weggeht, werden die Moleküle aufkonzentriert, sie haben weniger Lösungsmittel, die Konzentration steigt. Das Wasser geht auf die rechte Seite, da wird also verdünnt. Diese Moleküle bekommen mehr Lösungsmittel, mehr Raum. Entsprechend sinkt da die Konzentration. Wenn wir genügend lange warten, haben wir an beiden Orten die gleiche Konzentration. Das nennt man dann Isoton. Auf der rechten Seite haben wir natürlich immer noch diese biologische Membran, die ist semipermeabel, halbdurchlässig. Die Membran führt dazu, dass wir da also einen Konzentrationsausgleich haben. Wasser geht hindurch, die gelösten Teilchen hingegen können nicht hindurch. Das ist gemeint mit dem Ausdruck semipermeabel hier. Oder selektiv permeabel, wie das häufig auch genannt wird. Wir finden beides in den Lehrbüchern drin. Mir persönlich gefällt selektiv permeabel fast etwas besser. Selektiv meint, dass eben manche Substanzen hindurch können. Hier Wasser geht hindurch. Andere hingegen, die können nicht hindurch. Da ist die Membran nicht permeabel, nicht durchlässig. Und die anderen Moleküle, das wären eben hier Zucker- oder Salzmoleküle, die in den Bereichen drin gelöst sind. Die Membranen, man findet beide Begriffe, semipermeabel oder selektiv permeabel. Sprachlich etwas korrekter wäre da selektiv permeabel. Man kann eine solche Situation aus Sicht der gelösten Teilchen betrachten, dann hat man links eine tiefe Konzentration, Hypoton, rechts hohe Konzentration, Hyperton. Das wäre die Betrachtungsweise der gelösten Teilchen. Was man auch tun kann, ist, man kann die Sache aus Sicht des Lösungsmittels anschauen, also des Wassers. In dem Falle spricht man vom sogenannten Wasserpotential. Ein hohes Wasserpotential meint, dass ein System hier, das wäre diese linke Seite, das gibt Wasser bereitwillig ab. In dem Falle nach rechts. Ein System mit einem tiefen Wasserpotential, das behält das Wasser zurück. Das gibt Wasser also nicht bereitwillig ab, sondern versucht, wenn immer möglich, Wasser zurückzubehalten.
Wir können das soeben besprochene Wissen zur Osmose nun übertragen auf eine Situation im Labor. Wir isolieren eine Pflanzenzelle und eine tierische Zelle, geben beide Zellen in destilliertes Wasser und entscheiden jetzt, wie sich die Osmose auf die beiden Zellen auswirkt. Als Hinweis, im Zytosol der Zellen ist die Konzentration der gelösten Teilchen natürlich sehr viel höher als im umgebenden Wasser. Gleichzeitig sollen wir entscheiden, wie sich das Wasserpotenzial auf die Zellen auswirkt. Wir haben bereits in der Aufgabenstellung als Hilfe den Hinweis bekommen, dass in der Zelle die Konzentration der gelösten Teilchen hoch ist. Außen im Reagenzglas hingegen, dort wo das destillierte Wasser sich befindet, dort ist natürlich die Konzentration im Vergleich dazu sehr tief. Wenn die Konzentration der Teilchen in der Zelle drin hoch ist, bedeutet das gleichzeitig für das Wasserpotenzial der Zelle, dass es deutlich unter Null liegt. Hingegen im Reagenzglas drin, im destillierten Wasser, wo wir kaum weitere Moleküle finden, abgesehen von den Wassermolekülen, da ist das Wasserpotenzial in etwa näherungsweise null. Für die Zelle hat das nun folgende Konsequenzen. Im Inneren hohe Konzentration, außen tiefe Konzentration. Wasser wird versuchen, den Zellinhalt zu verdünnen. Das bedeutet, Wasser wird vom Ort der tiefen Konzentration zum Ort der hohen Konzentration fließen und dadurch wird das Wasserpotenzial in der Zelle drin ansteigen. Es wird noch mehr Wasser einfließen, noch mehr. Das Volumen im Inneren wird immer größer und schließlich wird die Zelle als Folge davon platzen. Tierische Zellen besitzen keine Zellwand, deshalb kann hier ungehindert permanent Wasser einströmen, eine Volumenzunahme generieren, die so lange anhält, bis dann die Zellmembran das Volumen nicht mehr umfassen kann, reißt und die Zelle zum Platzen bringt. Im Gegensatz dazu, wenn wir eine pflanzliche Zelle genau gleich behandeln, wird das Ergebnis ein etwas anderes sein. Die Ausgangslage zwar ist identisch, im Inneren hohe Konzentration, außen tiefe Konzentration. Zusätzlich kommt jetzt aber eine stabilisierende Zellwand hinzu. Osmotisch geschieht zunächst dasselbe. Wasser wird versuchen, osmotisch in die Zelle zu gelangen. Das Volumen wird leicht zunehmen, der Druck im Inneren wird deshalb ansteigen. Gleichzeitig aber hält die Zellwand diesen Druck aus. Die Volumenzunahme ist deshalb sehr limitiert, sehr begrenzt. Und sobald das Volumen hier des Protoplasten den Innenraum ausfüllt, kann kein Wasser mehr einströmen. Entsprechend ist dieser Prozess hier auch sehr schnell abgeschlossen. Und die Osmose führt lediglich dazu, dass der Zellinnendruck, der sogenannte Turgor, ansteigt. Die Zelle selbst wird nicht platzen. Sie ist dank der Zellwand geschützt vor einer übermäßigen Volumenzunahme. Die Zellwand hält also diesen osmotischen Druck, dem Turgor, stand. Bezüglich dem Wasserpotenzial haben wir die gleiche Ausgangssituation wie vorhin bei der tierischen Zelle. Wir können daher Copy-Paste machen.
Wir haben es geschafft für heute. Ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche noch einen ganz schönen Nachmittag. Tschüss zusammen.